Das Halbfinale des DFB-Pokals. Am Dienstag ist RB Leipzig zu Gast im Volkspark. Somit bietet sich genau 10 Jahre nach der Vereinsgründung die Möglichkeit, das erste große Finale der noch kurzen Clubgeschichte zu spielen. Für den HSV wirkt das Jahr 2009 immer noch nach. Schicksalsspiele auf nationaler und internationaler Ebene gegen den Nordrivalen vom SV Werder Bremen gehen den Rautenfans noch immer bis tief ins Mark. Doch jetzt haben sie vor heimischer Kulisse die Riesenchance, die Schmach von damals vergessen zu machen und ins Finale nach Berlin einzuziehen. Halbfinale Nummer 2. Werder Bremen nach eben jenen Derby-Siegen vor einer Dekade mit der Chance, endlich wieder in ein Finale einzuziehen, um den Pokal wieder in die Lüfte stemmen zu können. Für die Gäste aus München gilt es nach 2 Spielzeiten ohne Pokalsieg, die Trophäe wieder nach Bayern zu holen. Bereits 2016 begegneten sich die beiden im Halbfinale des Pokals. Bremen in damals deutlich größerer Underdog-Rolle musste sich mit 2:0 in der Allianz Arena geschlagen geben. Wer wird sich dieses Jahr durchsetzen? Der SV Werder Bremen oder der FC Bayern München? Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren und es ist das Halbfinale. Das heißt, es gibt 50% Leute oder 50% der Menschen sind zufrieden, 50% sind nicht zufrieden. Tippt in den Kommentaren gerne dagegen, stimmt oben in der Infokarte ab, aber bitte keine Beleidigung, nicht gegen den HSV, nicht gegen Leipzig, nicht gegen Bremen, auch nicht gegen Bayern. Bleibt sportlich fair in den Kommentaren. Tippt dagegen, wenn euer Ergebnis nicht kommt oder tippt sowieso. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr glaubt. Wie werden die Mannschaften im Finale heißen? Ansonsten geht es jetzt los mit dem HSV gegen Leipzig. Viel Spaß dabei. So soll es also sein. Der Hamburger Sportverein empfing im Volksparkstadion am Dienstagabend RB Leipzig. In der heimischen Stätte möchte man natürlich den Halbfinaleinzug noch vergolden mit der Reise nach Berlin. Der Hamburger Sportverein dominierte den 1. FC Nürnberg im Viertelfinale, aber RB Leipzig ist natürlich noch ein ganz anderes Kaliber und das spürte man hier von der ersten Sekunde. RB Leipzig mit Spieldominanz ja eigentlich auch gerne in der Gegenbewegung, hier aber mussten sie das Spiel machen, der HSV auf die Defensive konzentriert und hier die erste Möglichkeit. Danach einer knappen Viertelstunde wurde aber noch nicht wirklich gefährlich, weil Marcel Sabitzer mit seinem Schuss noch nicht durchkam gegen Rick van Drongelen. Aber weiterhin erstmal die Elf von Ralf Rangnick im Spiel nach vorne dominant. Und der HSV lief auch einiges an Kilometern hinterher. Kevin Campbell, da ist Timo Werner und es stand 0:1. Nur eine Minute später an die Schussmöglichkeit von eben gerade fällt der Führungstreffer für die Gäste. Und das war auch jetzt schon verdient. Pollersbeck, gegen diesen wuchtigen Schuss ist er dann machtlos. Und Leipzig machte das jetzt im Stile einer Spitzenmannschaft. Eben das, was sie heute und in dieser Saison allgemein viel versprühen konnten. Und das ist jetzt Timo Werner. Der legt rüber zu Emil Forsberg und es stand 0:2. Albtraumstart für den HSV. 33. Spielminute. Aber da muss man in der Wiederholung nochmal drauf schauen. Sakai liegt da am Boden. Forsberg mit dem Ellenbogen, aber Sakai läuft da auch rein. Fragwürdige Entscheidung, man hätte es vielleicht auch abpfeifen können. Wurde aber nicht mehr zurückgenommen und so ging es mit dem 0:2 in die Pause. Aber es schien so, als hätte man beim HSV die richtigen Worte gefunden. Im zweiten Durchgang waren sie jetzt wie ausgewechselt und spielten richtig gut und richtig mutig nach vorne. Zu verlieren hatten sie ja jetzt sowieso nichts mehr. Da ist Lasogga am ersten Pfosten, der mit der Direktabnahme nach der Ecke von Douglas Santos. Da mussten sie aber erstmal die Feinjustierung am Fuß nochmal etwas auf Vordermann bringen. Und Leipzig klar mit dem 2:0 Vorsprung eigentlich schon mit einem Bein im Finale. Paulsen dann mit dem Schuss an den Pfosten und das wäre natürlich die Entscheidung gewesen. Aber der HSV weiter mutig im zweiten Durchgang und mit der nächsten Offensivaktion. Lasogga legt einmal quer. Holtby hätte vielleicht schon schießen können, dann wird da von Haidara abgewehrt. Trotzdem weiter in der HSV im Vorwärtsgang. Holtby legt quer zu Pierre-Michel Lasogga und es stand plötzlich 1:2. 72. Spielminute. Die Hoffnung, der Glaube zurückgekehrt. Gulaschi kann nichts mehr machen. Der Ball schlägt ein. Der ist wuchtig geschossen und Lasogga rechtzeitig fit geworden. Auch für dieses große Duell
ist er natürlich ein ganz wichtiger Part bei der Rautenelf. Aber jetzt wollten sie das 2:2 natürlich auch machen. Aber erstmal der verhunzte Flankenball von Holtby, der fand natürlich niemanden in dieser Situation. Die Rothosen blieben bis zum Schluss dran. Dann Fehler in der Aufbaubewegung. Lasogga quer zu Khaled Naray. 2:2 in der 83. Spielminute. Das Unentschieden war schon mal hergestellt. Riesenerfolg für den HSV. Nach 0:2 Halbzeitrückstand waren sie hier dann wieder kurz vor Schluss zurück im Spiel. Und das war auch verdient. Aber jetzt mussten sie aufpassen, nicht noch den Gegentreffer zu kassieren in der regulären Spielzeit. Papadopoulos kann es erstmal rausklären, aber die Szene blieb heiß. Marcel Sabitzer! Das wäre es nochmal gewesen in der 90. Spielminute. Den setzte aber etwas zu hoch an und so ging es mit diesem 2:2 dann in die Verlängerung. Was für eine Partie, jetzt schon sensationell, was der HSV auf den Platz brachte. Und sie wollten das hier in 90 Minuten regeln, hat nicht geklappt. Aber das Elfmeterschießen soll natürlich auch nicht her. Wir erinnern uns an das Halbfinale damals gegen Werder. Im Elfmeterschießen war Tim Wiese zum Albtraum geworden. Hier gab es die einzige Möglichkeit für den HSV im dritten Teil dieser Partie und jetzt in den vierten und letzten. Leipzig nochmal etwas von der Handbremse gegangen. Sie spielten nochmal nach vorne, hatten ja gegen Augsburg in der 120. Minute mit einem Elfmeter eben dieses Elfmeterschießen verhindern können. Und jetzt Mateusz Kunja setzt den Ball per Schlenzer ans Aluminium. Pollersbeck wäre geschlagen gewesen. Tief durchatmen beim HSV. Aber es war noch nicht vorbei. Diese 120 Minuten liefen noch. Özkan Douglas zurück zu Van Drongelen. Was für ein Fehler. Haidara und dann Papadopoulos. Im allerletzten Moment verhindert er hier den Knockout in der 119. Minute. Und jetzt ging es zum Russisch Roulette. Elfmeterschießen zwischen dem HSV und Rasenballsport Leipzig. Ein Drama, ja, jetzt eben schon im fünften Akt. Und es ging erstmal bis zum 2:2 und dann eben die Probleme beim Elfmeterschießen. Wadenkrämpfe waren dabei, aber die wurden hier erstmal gut verwandelt. Die ersten, es stand 2:2. Und dann eben auch nach Elfmeterschießen. Dann konnte der vierte Elfmeter von Pollersbeck gehalten werden. Somit die Entscheidung auf dem Fuß von Gotoku Sakai. Die Möglichkeit mit diesem Strafstoß alles zu beenden. Gotoku Sakai, aber er scheitert an Peter Gulaschi. Und jetzt das Sudden Death. Rick van Drongelen scheitert auch am Ungarn. Plötzlich die Möglichkeit für Yusuf Paulsen Leipzig ins Finale zu schießen. Yusuf Paulsen, der Däne, gegen Julian Pollersbeck, U-Nationalspieler. Paulsen gegen Pollersbeck. Paulsen macht es und schießt RB Leipzig ins Finale. Der Hamburger SV macht eine Riesenpartie, kann sich aber im Elfmeterschießen nicht belohnen. Und vielleicht Gotoku Sakai und Rick van Drongelen, die traurigsten an diesem Abend. Der HSV verliert nach Elfmeterschießen gegen RB Leipzig. Das Spiel SV Werder Bremen gegen den FC Bayern München. In den vergangenen Jahren etwas eingeschlafen, mittlerweile aber wieder eine absolute Spitzenpartie. Dennoch ist der FC Bayern München hier Favorit im Weserstadion. Aber das meinte Florian Kohfeldt direkt nach der Auslosung. Hier muss man an dem Mittwochabend erstmal bestehen können. Und das wollten sie von Beginn an auch zeigen. Hatten dann die erste Riesenmöglichkeit. Rashica, Milot Rashica. Nach 5 Minuten schon die super Möglichkeit für die Führung des SVW. Auf beiden Seiten wurde ja jemand jeweils schmerzlich vermisst. Nuri Sahin sah die entscheidende gelbe Karte und auf der anderen Seite fehlte Süle eben rot gesperrt. Dann ging es auch mal ruppig zu. 12. Spielminute Thomas Müller, der wollte hier ein Zeichen setzen, weil Bayern bis dahin gar nicht in der Partie war. Foult Maxi Eggestein. Und es gab zu Recht
den gelben Karton. Nun der FC Bayern München tatsächlich davon etwas angestochen und auf dem Weg in die Offensive. Lewandowski zu Thomas Müller, der wuchtet den Ball dann in Richtung Gehäuse von Jiří Pavlenka, aber der macht das richtig stark, super Tat. Den wehrt er ab zum Eckstoß. Und allgemein war es häufig mal der Eckstoß, der dann herhalten musste, um hier Chancen zu kreieren. Wir sind schon kurz vor dem Pausenpfiff. Joshua Kimmich legt sich den Ball an der linken Eckfahne zurecht. Und da ist dann der Kopfball von Müller an die Latte. Noch nicht geklärt. Harnik dann und Veljkovic, der den Ball raustrischt. Die Riesenchance durch Thomas Müller zum Führungstreffer nach 45 Minuten. Stand aber 0:0 und das ging dann auch so in Ordnung. Bremen hatte eben die Riesenmöglichkeit zum Auftakt. Dann wurde Bayern immer besser und fand in diesen Pokalabend rein. Also noch ein torloses Spiel. Zweiter Durchgang, dann wieder mit etwas mehr Feuer von Bremen. Augustinsson zu Kruse. Die direkte Abnahme von Martin Harnik. Der hat da vielleicht sogar noch die Zeit, den Ball anzunehmen. Trotzdem wurde es hier richtig gefährlich. Ulreich pariert und kann dann aufräumen. Nun auf der anderen Seite wieder ein Eckstoß für die Bayern. Kimmich brachte die wirklich gefährlich rein an diesem Abend. Und in der Mitte ist Goretzka auf der Linie, klärt dann Theodor Gebrselassie. Ganz wichtige Szene, der hätte sonst vermutlich gepasst. Wir springen in die Schlussphase. Keine 5 Minuten mehr auf der Uhr. Bayern nochmal einen Gang höher. Leon Goretzka, Müller kommt nicht durch. Lewandowski zu Alphonso Davies und 0:1. 86. Spielminute. Die Führung für die Gäste. Alle bei Bremen kurz perplex. War es das jetzt tatsächlich schon mit dem Traum vom Finale? Weite Bälle jetzt, klar, Veljkovic. Verlängert von Bargfrede, Rashica, super Ballmitnahme und der Ausgleich in allerletzter Minute. Der SV Werder Bremen zeigt, wie schon gegen Dortmund im Pokal, richtig starke Comebacker-Qualitäten. Und Rashica mit seiner Qualität lässt da Ulreich da gar keine Chance. Es musste also auch hier in die Verlängerung gehen, wie schon im anderen Halbfinale. 1:1 nach 90 Minuten. Und viel Drama, vor allem in der Schlussphase. Nun die Verlängerung. Müller auf Serge Gnabry. Auch mal bei Bremen aktiv gewesen. Da jetzt der Ball zu Lewandowski und das Aluminium musste herhalten. Mal wieder für den SVW. Das war ja nicht das erste Mal an diesem Abend. Lewandowski mit dem Superschuss. Und nochmal Lewandowski im Fokus mit der Flanke. Augustinsson kann es klären, aber es wird nochmal scharf gemacht. Und Thomas Müller mit dem Kopfball. Da kriegt er aus kurzer Distanz knapp 11 Metern, aber kein Druck mehr drauf. Und so stand es nach 105 Minuten weiterhin Remis und es deutete sich das nächste Elfmeterschießen an. Aber Bremen kam nochmal, weil Boateng den Ball zu Bargfrede köpft und der gleich vorne dran bleibt. Bargfrede, Eggestein und dann Sargent in die Arme von Sven Ulreich. Und das war tatsächlich die letzte Möglichkeit und so ging es auch in der zweiten Pokalpartie ins Elfmeterschießen. Werder hatte zwei verschossen, Bayern hatte zwei verschossen, Hummels hatte jetzt in der vierten Runde die Möglichkeit auszugleichen, tat er dann auch und die Chance für Gebrselassie einmal vorzulegen. Gebrselassie scheitert aber an Sven Ulreich und jetzt der fünfte Strafstoß, der zehnte insgesamt. Der fünfte aber eben für die Bayern und Serge Gnabry, Ex-Bremer, legt sich den Ball zurecht. Gnabry gegen Pavlenka und Gnabry behält die Nerven und schießt die Bayern ins Finale. Unglaublich ärgerlich für den SV Werder Bremen, aber das ist eben diese 50-50-Entscheidung beim Elfmeterschießen. Es war eine spektakuläre Partie. Und beim Pokal muss es eben einen Verlierer geben. Das war hier und jetzt der SVW. Jo, das war es dann auch wieder mit der Prognose. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten. Bedenkt, es ist nur eine Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren dagegen. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Thank you.